Hallo hier, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Raft mit Pada und Mr. Peeper. Raft. Guten Tag. Raft. Und es wird sofort wieder dunkel und dann Mr. High ist wieder da. Hallo, Mr. High. Hi, wie geht's? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Da, hier. Stimmt, das hast Richtung. Du, was hier gab's ja. Hier gab's ja Haie und so. Schlingelingeling. So, ich würde sagen, wir legen mal ab, oder? Mit der Insel waren wir, glaube ich, fertig gewesen. Ich würde fast behaupten, ja. Oh, ja, yes. Dann, wo ist denn der Strick hier zum Ablegen? Hä? So ging das. Da vorne? Das ja, ist ich aber ein, mal. Sehr schick. Du sollst nicht essen! Oh Gott, der hat den Fisch nein, gegessen. Nein, ich bin runtergefallen. Idiot, Alter. Achso, ich dachte gerade schon, der Haie ist am Knabbern hier. Ihr habt immer wieder Tipps in die Kommentare geschrieben. Kommentare in die Tipps? Ja, weil die Kommentare in die Tipps geschrieben und so weiter. Ich hab's dir schon wieder vergessen. Eins habe ich im Kopf behalten, ein zweites Stockwerk sollen wir haben. Ich bin so dumm. Ich paddel mal hier drüben in die Richtung, dass man mal hier auf das... Ja, Mann. Genau. Ich wollte mal gucken, wo kann man das hier machen mit zweites Stockwerk und so. Muss einen Hammer ausrüsten. Einfach nur den Hammer ausrüsten? Ja, dann Rechtsklick gedrückt halten und dann die auf Holzwand. Und dann kannst du dir Wände hinknallen und da dann wiederum halt... warte mal, welches ist das? Oder war das hier mit? Ne, das Holzwand, ist erhöhter oder? Boden. Machen ja, genau. Eine. Dann nimmst du direkt die erste. Oder Holzsäule. Geht auch Holzsäule einfach? Oder musst kannst du eine Holzwand machen? Du, wenn du hier mitten im Raum in Anführungsstrichen was haben willst okay, oder so, dann ich, ist die Säule mal kurz ab. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Holz. Alles klar, Mann. Also sprich, wenn du hier einmal drumherum die Wand ziehst quasi, du willst ja hier unbedingt mittendrin nicht eine Wand haben, dann kannst du hier dann so eine Säule unbedingt hinklatschen. Nee, erstmal nur so ein zweites Stockwerk mit der Treppe hoch und da kann man dann das Zeug, was wir hier unten haben, ein bisschen besser verteilen vielleicht. Und wenn du rechtsklick gedrückt hältst mit dem Hammer, das oberste Symbol, wo Foundation steht, wenn du da drauf gehst, das dritte Symbol ist es dann. Das dreieckige Fundament meinst du, oder? Warte, nicht das dreieckige, eins weiter noch. Das ist dann der Holzboden, heißt der. Den kannst du dann als Dach oder als zweiten Etage. Als zweite Ebene, alles klar. Yeah. Spiderman, Beat, Digga. Wieso hab ich jetzt schon wieder... Achso, ich hab Durst. Okay, alles klar. Gluck. Wow, ich spitte dir die Rhymes, Alter. Alles klar, es ist dann erstmal wichtig, Holz zu bekommen. Ja, da ist halt und geil, wenn haben du wir genügend, ich sag mal, wäre das sinnvoll, vielleicht noch so einen Behälter mit so was, also diesen Wasseraufbereitungsbehälter zu bauen, dass wir da zwei Stück davon ja, haben? Ja, definitiv. Und vielleicht noch dämlich, ein oder zwei Grills noch dazu, dass wir da einfach... Also, Bear ich werde mich mal darum kümmern, dass... Bear Grylls, dass Alter, was geht da? Oh. Ah, fuck, du warst schneller, verdammt. Ich werde mich mal darum kümmern, dass wir hier vorne mehr Auffangbehälter haben. Die, oh ja, vielleicht einmal um das ganze auf. Boot rum, oder... Ja, ist es doch im Nachhinein möglich, dass so das X zu machen? Nach hinten rum bringt's ja nichts. Weil wenn das vorne schon reingeht, ja, der Highbeist, ich mein, das X, oh, ist es nicht so... Alter, jetzt im Nachhinein so ein X zu machen? Weißt du, von einer Ecke vom Schiff zur anderen Ecke zum Schiff? Ja, muss halt, aber das Problem ist, man muss das Schiff, glaube ich, für umbauen, ne? Man muss das Schiff Flanke? Ja theoretisch kaputt weiß machen. Weiß es einer zufällig in den nicht. Kommentaren, ob das sinnvoll ist? Wir würden es jetzt erstmal lassen, aber wenn ihr sagt, okay, das ist mega cool... Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir dann halt, weil du musst ja die Platte, wo du das hinbauen willst, erstmal wieder kaputt machen. Yes. Und deswegen weiß ich nicht, ob das geil ist. Dann müssen wir das halbe Floß quasi erstmal auseinander holen. Was geil ist? Jetzt kommt's. Ich? Ey, ich sag's nicht. Keine Namen. Komm, seid ihr gepasst? Warte mal, Flüssigkeit einfüllen, entfernen. Flüssigkeiten. Ah, denk dran, man kann auf den Dingern hier laufen, ne? Ah, oh, nee. Mal wieder. okay. So war das. Oh, neue Insel geradeaus. Land voraus, ihr Landratten! Ja, wir gehen jetzt aber nicht auf eine Insel, oder? Wenn du Holz willst, sollten wir das tun. Ich hab, glaube ich, Salzwasser getrunken. Finde ich nicht gut. Ha! Zwei Fässer an einem Haken, Alter. Idiot, Alter. Finde ich nicht gut. Langsam. Bist du Betrüger? Was? Phrasen? Vegane Kartoffel aufnehmen. Kann man mal machen. Aber mehr, ich glaube, mehr Holz und so weiter finden wir doch, wenn wir hier das aus dem Wasser fischen. Ja, aber du kriegst schon wirklich eine ganze Menge durch Bäume. Also das darfst du nicht verachten. Vor allem wird es dann hinterher richtig witzig, verachte wenn dich, wir... Was? Ja. Ja, dann bauen wir einen an Haken, dann legen wir bei der Insel an. Ich meine, wir fahren ja eh drauf zu. Yes. Ja, deswegen. So schlimm. Deswegen, wenn wir da eh schon sind. Danke für den Tipp nochmal. Hier, scheiße, ich habe keine Steine mehr. Ah! Ich muss Steine holen.
Ey, hier fehlt ja voll die... Ey! Du Hure! Er übertreibt gleich wieder komplett. Ohne Witz, Alter. Okay, ich habe eins gebaut und hier fehlt uns schon hier... so ein Penner manchmal, ne? So. Ja, guck mal, dann snackt er sich alles hier aus den Auffangbehältern, ne? Ja. Richtiger ja. Snackbär, Alter. Weil ich die, vielleicht, ich weil ich die jetzt vielleicht auch erweitern Ich habe schon mal einen Anker installiert, ne? Dann können wir den gleich benutzen. Das ist aber, warte mal. Er übertreibt gleich wieder komplett. Wieder hier. Eskalieren, ey. Nicht angenommen. Entschuldigt. Pech? So, das sag ich meiner Mama. So. Und ja, deine auch, da kriegst du wieder Hausarrest. Absolut. Psst. Ich schon wieder. Nein, sag's nicht meiner Mutter, Alter. Ist ja eh Quarantäne, Alter. Beschwer dich da nicht. Wie sieht's bei euch mit Phrasen aus? Alles cool und so? Jo. Ja, ein bisschen was essen könnte ich gleich, aber. So, okay, ich glaube, ich mach den Hai wieder dead. Ich helfe dir gleich, ich muss erst was. Ich kenne den Trick. Habt ihr Anker geworfen? Nein, noch nicht. Okay. Ein Trick, sagst du? Ich pick mal ab und schmeiß mal den Anker. Oh, richtig gut. So, wer hat alles weggefressen? So, ich hab nur. Ich hab ein, zwei Sachen gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist. Aua! Voll ich Hai greift an. Ja, da soll kommen, ich kenne den Trick, Mann. So ruhig kommen. Ich kenne meine eigene Kraft nicht, Junge. Wo ist er jetzt? Hallo? Ayus? So, ich pack mal ganz kurz ein paar Sachen in die Truhe und er, dann ja. Mache ich bei jedem Dönekiss mit. Ich hoffe, man hört alles. Ja, ich höre dich. Ah ja, perfekt. Ah! Oh, gerade noch rechtzeitig. Hohoho, dummer Hai. Macht der Auge, oder was? Er macht richtig Auge, Mann, ich sag's dir. Ey, habt ihr auf Netflix schon diese Doku mit diesen Tigerzüchtern angeschaut? Yes! Ja! Yeah. Jus! Natürlich, Alter Arne. Hast du schon fertig? Ja. Ich noch nicht. Ich hab's nicht angefangen. Bist du? Ah, FIFA ist irgendwie ist es total abgedreht und witzig. Ja, Pater, du hast da letztens was schon von erzählt, meine ich, ne? Ich hab auch schon erzählt, ja, das muss man echt gucken. Das ist echt sehenswert. Weil da hast du irgendwas gesagt mit, daran sieht man, wie intelligent die Amis wieder sind. Ja, absolut. Einer dümmer als der andere. Und einer, keine Ahnung, einer geldgieriger als der andere, Mann, und so. Aber wo wir gerade schon mal bei Netflix sind, habt ihr den Film Der Schacht gesehen? Noch nicht. Nee, den finde ich scheiße. Ich weiß nicht, also an sich finde ich den auch nicht so geil gemacht, aber die Message dahinter finde ich schon nicht so schlecht. Hast du das mal gesehen, was das für eine Message sei? Also ist relativ spoilerfrei, ja. Würde ich fast sagen. Dass da halt, ja, es ist halt so ein gesellschaftskritisches Ding halt auch. Ja, ne? So sieht's aus. Dass da jede Person irgendwie was darstellt. Da will ich jetzt mal nicht ganz ins Detail drauf eingehen, aber ich hab's halt nicht angeschaut. Sich auf die Person mal zu fokussieren, was sie darstellen im Prinzip. So, ich habe ein bisschen Haifleisch draufgelegt und. Jawohl. Haifleisch mal ein bisschen hier. Was zu essen? Wir wollten ja bauen, ne? Ja. Ich sammle einfach mal alles ein, einfach mal so alles Loot, was gerade so in der Nähe ist, solange der Hai nicht da ist. Da hinten hole ich noch gleich die Fässer ab. Ist der weg jetzt, der Hai? Der ist tot, ja. Ich habe gerade vier Hai-Fleisch-Dinger hingelegt. Ja, dann hole ich mal gerade hier ein bisschen was aus dem Wasser sagen, raus. Musst du das sagen, da müssen wir hier looten schnell. Könnt ihr gleich so ein Ding bauen, noch so einen Wasserspender, dass wir davon zwei haben? Ja, ich hole gerade erstmal so viel Sand, wie ich kann, damit wir gleich Glas haben. Haha, sandiger, Alter. Also nicht Uschi, sondern was? Uschi Sand? Oh Gott. Uschi Glas, kennst du nicht? Deutsche Schauspielerin. Oh Gott. Ja, doch. Hier, ich kann doch nur noch eine halbe Stunde, da muss ich leider. ich muss schon wieder gehen, sorry, Leute. Ey, wenn ihr beide dumme Witze am laufenden Band bringt, sagt keiner was. No one bets in eye, ne? Aber wenn ich das mal mache, ne? Weil wir das nie machen. Nein, um Gottes Willen. Du bist der Einzige, der dumme Witze macht. Ich mach vielleicht die etwas dümmeren, aber dafür halt wesentlich besser dosiert. Aha. Nein. Doch. Hast du Gegenzeugen? Arnold, ich hab Metallerz gefunden. Ist gut. Was kann man mit Metallerz machen? Was meinst du denn? Was kann man damit machen? Ey, das sind ja Nasenringe, Piercings. Baupläne. Wenn ich so einen Bauplan habe, wenn ich den untersuche, was passiert dann? Dann kannst du es bauen. Ich meine, du musst den einfach in die Hand nehmen und dann links, rechts klicken oder E, ich weiß gerade nicht. Steht jetzt gar nichts da. Weil ich hab, am Empfänger haben wir das schon gemacht, wahrscheinlich. Guck mal, ob du den schon bauen kannst in deinem Crafting-Menü. Was?
Gucken wir mal das an. Sag mal einer Bescheid, wenn der Hai wieder da ist. Jo. Ach so, in meinem Craft, also ganz normal Tab, meinst du? Genau, genau. Da, wo du deine Sachen herstellst. Yes, Mama. Money. Antenne. Aber guck dir Tiger King mal an, Pieper, das wird dir bestimmt auch gefallen. Da denkst das du ist auch so noch. Gut. Also, keine Ahnung, es fängt halt an, weißt du, so mit dem Tiger King, ja, den Joe Exotic. Es das ist, das ist ein schwuler der typ Hillbilly, ein Tigerzüchter. Ja, der zwei Männer gleichzeitig. Okay. Ja, wenn er Bock drauf hat, ne? Ja, und es geht halt einfach so um dieses, um diese Großkatzenzucht, ja, so in Amerika. Also was für ein abgekartetes Spiel. Darf jede Privatperson einfach einen Löwen zu Hause halten. Okay. Ist so ja, krank. Ist wirklich so. Ist so krank. Ist so. Also, ist sag keiner was, sag kein Schwein was. Ah, oh, fuck, heißt wieder da. Einfach einen Tiger holen und den zu Hause halten. Und da gibt's halt, weißt du, da gibt's halt so mehrere Fraktionen. Da gibt's halt den Tiger King, da gibt's eine Carol Baskin. Das ist so eine, die sagt die so, die macht... Die ihr Mann umgelegt hat? Ja, warte. Die sagt halt so, ja, ich rette die Katzen vor diesen, vor so Leuten wie den Tiger King. Und behalte sie halt so bei mir, ja. Also die hat auch so eine Art Park. Das ist auch so ein verranzter Park, meiner Meinung nach. Also und die sagt immer so, oh ja, die verdienen nur Geld an den Katzen. Sie beuten alle die Leute aus. Und was macht sie? Bei ihr kann man auch mit Geld halt reingehen in den Park und die Tiere halt anschauen. Ist genau das gleiche Ding. Nur und das Krasse bei der ist, die... Eine Doppelmoral, ey. Deren Leute, die Pfleger, die arbeiten auch noch kostenlos für sie. Weil genau, die weil sie sagt, sie sagt, ja, das ist alles Tierschutz und alles sind ehrenamtlich hier, deswegen bezahlt sie sie nicht. Weißt du, Scheiße. Die Amis sind so blöd. Aber weißt du, was das... Ich fand ja krass, was der Eintritt in einen der Parks kostet. Ja, habe ich das auch richtig verstanden? 300 Dollar? Ja, 300, 600 Dollar, ja. Und der eine so, ich würde jeden Tag kommen. Und ich würde jeden Preis zahlen, nur damit ich die Dinger streichen kann. Boah, alles klar, Junge, ey. Ja, da weiß Bescheid. Ja gut, der hat ja aber auch über 200 oder 300 Tiger oder so Großkatzen bei sich. Ach du Scheiße. Die müssen natürlich gefüttert werden, weißt du, wie viel die halt fressen, Mann. Ja, das können wir vorstellen. Jetzt erzählen wir mal nicht, weil sonst spoilern wir alles. Ja, also einfach angucken. Einfach mal gucken. Du denkst dir, okay, der ist verrückt, der kranker geht's nicht. Dann zeigen sie halt eine andere Person und denkst dir, okay, der ist kranker. Und immer so weiter, oder immer so weiter. Oder einfach der Typ, der 5, 6 Frauen hat, Alter, und die ganzen, Angestellten des Parks poppt. Oh Gott, Alter. Der reitet aber auf dem Elefanten durch seinen Park, Mann, und denkt, der wäre der Mega-King. Aber es sieht halt aus wie so ein Bob, Mann. So. Ey, aber für solche Sachen suchen die sich auch immer die Experten schlechthin raus, ne? Hey, absolut. Das ist doch wahrscheinlich nicht ganz anders wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt gefaked ist, aber das ist ja sowas wie diese Trash-Dinger da im Fernsehen. Absolut. Dass sie da immer das Beste rausschlachten, was sie da rauskriegen können und dann vielleicht noch ein bisschen was dazu dichten, damit es noch ein bisschen extremer wird. Ist tot wieder? Ne? Schon wieder tot, sehr schön. Ja. Ich hab hier, warte mal, ich hab hier, was hab ich hier für Pflanzen? Palmsamen. Kann man mit dem scheiß Kopf eigentlich nichts anfangen? Die behalten. Die müssen wir hinterher in so ein großes Anpflanzding reinstecken. Weil dann können wir nämlich selber Bäume züchten. Ding rein. Okay. Und dann haben wir halt immer Holz. Was brauchen wir denn, um so ein großes Ding zu bauen? Haben wir noch nicht freigeschaltet. Müssen wir, glaube ich, erst noch irgendein Material für scannen. Oh, ich muss wieder trinken, Alter. Muss ich gleich mal gucken. Ey, so an Bodenschätzen finde ich jetzt gerade auch nicht mehr so. Ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Ja, warte, ich suche noch ein kleines bisschen Sand. Aber einfach weiterfahren, Arnold. Ey, ich gebe mir so viel Mühe und du willst mich hier lassen. Ey, das ist doch nicht wahr. Seht schon wieder gesoffen, Alter, Finne, ey. Hab ich das jetzt? Salzwasser auch meiner ist leere, so ein ganz leere gemeiner. Flasche Sauerstoff. Ach, man kann ja auch Sauerstoffflaschen machen. Geht das nicht, weil das jetzt noch voll ist oder was? Kann ich da kein Wasser mehr reinmachen? Ah, nee. Du meinst voll ist diese voll. Pieper, oder? Diese. Pieper? Wow. Ja, wenn du mir das jetzt so sagst, sehe ich das nicht, ne? Okay. Vielleicht meinst du das ja eine Wiese. Das ist ja die nächste Anbaufläche, die man hier freischalten kann. Dafür brauchen wir Schmutz. Wir haben doch irgendwo Schmutz gehabt, oder? Tim Wiese? Das ist so Schmutz, ey. Hatten wir nicht Schmutz irgendwo, sag mal. Ich guck mal. Bauen wir deine Hose auf. Da ist da bestimmt Schmutz drin, ne? Nee, da kommt dir nur ein 21er entgegen, Alter. Was? Ja, hast schon nicht verstanden. Große Anbaufläche heißt das nicht Wiese. Es gibt auch Wiese.
Ja, es mag sein, aber... Ja, deswegen war die Frage, ob es das ist. Guck gerade, weil... Pippa ist wieder da. Ich würde sagen, Abmarsch. Wiese ist das... Nee, Wiese ist das nicht. Das ist nochmal für was anderes. Aber warte mal, wir müssen mal paddeln hier. Das müsste die große Anbaufläche sein. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht. So, der Hai hat aber ja zu das... 99. Gut, haben wir schon gelernt, die große Anbaufläche. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, mein Gott, so eine große Anbaufläche brauchen wir eh. Irgendwann ich glaube, ich mache eher solche Holzsäulen. Ich glaube, mit denen kann man... Holz? Oder? Nee, scheiß drauf. Weißt du, wenn ich hier so eine Wand hier auf der Seite hinklatsche, ist ja kack jetzt. Hey, Pater. Sechs da, Nägel und ein Scharnier. Scheiße, ich habe kein Holz mehr. Ah, wir schwimmen jetzt total in die falsche Richtung. Warte mal, das ist doch blöd. Ich bin in die Richtung. Ja, dann müssen wir ein Segel bald mal bauen. Ja, vielleicht wäre auch mal nicht schlecht. Was, da wird es schlecht? Da wird mir schlecht, du. Ne, müssen wir nicht. Wir können ja einfach mit dem Paddel hier steuern, oder nicht? Ja, aber es verbraucht sich ja und habt ihr noch Holz wenn das Wetter ein bisschen Ofen? Heftiger ist. Ja, nicht wirklich. Also nee, für den Grill meine ich, für den Grill? Für den Grill nee, nicht, ne. Grill? Okay. Aber was mich interessiert, wenn man am Ende Segel. Ankommt, ob man dann wieder auf der anderen Seite mal rauskommt, wäre ja nur logisch, ne? Ein Segel können wir aber... Ach, da brauchen wir auch 10 Planken. Ich baue jetzt mal ein Segel, ich baue ein Segel. Ja, ich guck, dass ich mal eine große Anbaufläche hinkriege. Ich versuche uns mal mehr in den Du Spasti! Na! Bin ich extra im Einsatz meines Lebens dahin getaucht? Ja, selber schuld, wenn du so einen Haken hast, dann benutzt du den Haken, Alter. So, das ist, glaube ich, ganz gut, oder? Oder noch ein bisschen mehr? Mann, das ist Eskalation pur, Alter. Immer mal so ein Besser von deinen Eskalationen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Lass mal gleich einen neuen Haken bauen, verdammt. Ja, na, ganz keine Wiesen, What? What the fuck? Boah, Arnold, das klang leicht rechts, was du da gerade gesagt hast. Was? What the fuck? Du hast doch das H-Wort gesagt. Das Hakenwort. Boah, er hat es schon wieder gesagt. Boah, Alter, was ist mit dem los? Was für ein harter Mann. Ach, fick dich ins Knie, Alter. Ey, Baller ist wieder so liebevoll zu mir. Kann man das Floß drehen? Nee, ich glaube... Mit dem Segel. Ich will, nein, deswegen, du kannst das Boot Richtung nicht drehen, machen. Du kannst dann das Segel nur drehen. Aber nicht das gesamte Boot damit. Nee, wirklich. Ja, aber dadurch fährt das Boot auch in eine andere Richtung, dachte ich. Ja, das, nee, ja, aber, ich meine, das Boot dreht sich generell selber nicht. Ja, ja. Okay. Das meine ich. Ich glaube nicht. Also ich baue jetzt ein Segel. Das ist mein... Ich brauche noch 5 Planken dafür. Ja, ich bin gerade nicht berufstätig. Also eine Planke. Hast du gute Chancen? Noch 4 Blanken. Jetzt, guck mal, das ist doch kacke. Das ist doch kacke, wenn man die Dinger hier hat. Dann kannst du nicht richtig fischen, Mann. Wie kann man das wegbauen? Geht das? Was denn? Ja, die Wände? Ich glaube auch mit dem Hammer. Meine ich. Reparieren geht. So, 6 Nägel und ein Scharnier. Ach, 20 Palmblätter, ach du Scheiße. Habt ihr Palmblätter noch? Sind in der großen Truhe, eine ganze Menge. Stimmt gar nicht, in der leer. In der großen Truhe. Du guckst in der kleinen. Ist dich heim. Hier ist nicht zufällig Schmutz oder sowas drin, oder? Nee, das kannst du nur von großen Inseln mit einer Schaufel holen. Tatsächlich. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt hier so eine. Die Wände jetzt hier außenrum hinklatsche oder so ein bisschen. Ist doch kacke zum Looten, oder nicht? Da, wo soll ich denn das? Ist das scheißegal, wo ich das Segel hinstelle, oder? Müsste eigentlich. Nee, das Blöde ist halt, wenn du die Wände da so hinklatscht, dann müsstest du mal einmal nochmal irgendwie was drumherum bauen, weil sonst, wenn der Hai jetzt hier reinbeißt, können wir nichts machen. Stimmt, man hätte einfach jetzt hier in der Mitte eher anfangen sollen. Ah ja, also halt so hier irgendwo. So, wir müssten jetzt eigentlich in eine andere Richtung segeln, oder? Ja, stimmt. Oder? Ja, so ein bisschen. Meine ich. Dann baue ich da nochmal eins hin. Ja. Ja, gut, wir segeln in die richtige Richtung. Perfekt. Ja, das war's. Danke, Leute. Ja. Weißt du, dass wir richtig segeln? Wenn das grüne Licht dann geht, Mensch, hast du nicht aufgepasst. Ich weiß ja noch nicht mal, wo du hin willst. Na, da hinten hin. Da hinten hin?
Ah, das einfach, ist klar, ja. Einfach in die Richtung, wo die Fangnetze sind. Ah, so meinst du. Okay. Da, wo der Dreck gerade nicht herkommt, Mann. Okay. So, pass auf, dann baue ich hier mal gerade ein kleines bisschen noch aus. Haken, ich habe keine Planke, ich habe keinen Kunststoff, Mann. Ich habe nichts, Alter. Ja, Planken brauche ich jetzt auch noch mal erstmal einige. Ah, da ist Kunststoff. Oh, ich muss essen. Wollt ihr nicht noch so ein zweites Ding bauen für Wasser? Wollte Arno das nicht machen? Ich hab... Ja, okay, ich kann eins machen. Nee, ich frag nur, ist ja nicht schlimm, mein Gott. Kann ja auch wer anders machen. Ich find's schon schlimm. Ich find's schon nicht gut, also... Wird mir schon schlecht, du. Ich brauche Glas dafür und Planken. Irgendeiner hat mir das ganze Wasser weggesoffen. Nicht nachgefüllt, Alter. Das geht. Doch, nachgefüllt war. Ich hab nachgefüllt und... Aber war nicht komplett nachgefüllt. Wie viel Glas brauche ich denn dafür? Ah, ich konnte da nochmal reinmachen. Zwei. Okay. Wird gerade Glas gemacht? Ist Blanken, das Glas? Nein, das ist kein Glas hier. Hallo? Angeht. Ja. Hopp. Nein. Verdammt. Verpiss dich, Hai. Hä, was ist denn da los? Was? Ja, der Hai hier gerade schon wieder irgendein ganzes Ding gefressen? Nee, ich bin da noch nicht fertig mit Bauen. So. Da ist alles legit gerade. Aber er kommt gerade. Ey, sag mal, ich hab das da gerade frisch hingebaut, du Idiot, ne? Aber hi, ey. Aber ich hab ihn direkt auf frischer Tat ertappt, den Dreck. Scheißhaken ist schon wieder kaputt, ey. Ich verstehe sowieso nicht, warum in solchen Spielen immer alles so schnell kaputt gehen muss. Pieper, das Metall, was da drin ist, das muss jetzt da drin sein oder kann man das jetzt erstmal wegmachen? Du musst erst warten, bis das durch ist. Vorher kriegst du es da nicht raus. Oh. Achso. Aber wenn du willst, kannst du dir den blocken, dann lasse ich das erstmal mit Metall. Ja, ich brauch Glas, damit ich so ein... Uschi? Ja. Hast du Uschi gesagt? Alles Ferkel. Ey, du hast ja gerade schon viel heftigere Sachen gesagt, also beruhig dich mal. Was denn? Was denn? Gespannt. Was? Hey. So, neuen Haken gebaut. Jetzt geht's erstmal los, ey. Der Bader wieder, ey. Manchmal weiß ich nicht, ob ich die knull oder... Oder hauen küssen soll, ne? Oder hauen soll. Knuddel natürlich, du Pfeife. Ey, siehst du, beleidigt er mich direkt wieder. Sag ich was Nettes? So, gegarter Hai, Junge. Aufnehme! Gegarter Hai, Junge, das ist geil, ey. So. An alle Peter da draußen. Es schmeckt einfach. So. Schmeckt alle, was einfach. Ich dachte, es ist saftig. Was will er jetzt mit Peter? Peter? Der AfD Peter wieder, ist da draußen, so what? Okay, was? Lass mal den Peter in Ruhe. Ah, da hinten ist... Wassermelonsorm. Schöne Wassermelon. Wo habe ich da Metall? Ganz frische Wassermelon. Wo haben wir denn Sand? So. Wo liegt denn der Sand? Sand habe ich in der Tasche. Sand habe ich auch in der Tasche. Kannst du mal reinhauen für Glas hier? Mal sofort. Wo denn? In den Ofen. Hau ich rein. Einmal oder was? Ja, passt ja nur eins rein. Oh. Ja, ist drinne. Ich hau mal noch ein paar Planken rein hier, sonst läuft das nicht. Hier drüben auch. Quasi. Was beschwert ihr euch denn immer alle? Ich hab versucht, es dir wegzuschneiden. Mein Haken war doch schon viel länger im Wasser, also von daher. Ja, deswegen. Kann nicht wissen, wo dein Haken überall ist. Oh, du Dreckige. So. Hallo, der Pader ist wieder gemeint zu mir. Also, Mensch, Pader. Mein Ziel ist es jetzt, uns abzufucken hier. Dass du endlich mal weißt, woran eigentlich, du bist, eigentlich, ne? Schon. Eigentlich schon. Oder das ja. Nee. Ja, Empfänger ist... Also Empfänger ist schon erforscht. Lass mal Papa an das Board hier, du kannst doch eh nicht... Was willst du jetzt, Alter? Der Junge, ne? Ich weiß echt nicht, ob ich dem eine ziehen soll. Ich glaube, Arnold, pass Danke. Auf, ich habe eine Idee. Im Oktober klatschen wir den beide einfach eine. Was hältst du davon? Würde ich auch sagen, Im ey. Oktober? Du rechts, ich links. Hast du nicht gesagt, verschoben? Nee. Doch nicht? Ja, dann halt schon. Ist noch nichts verschoben. Dann kriegst du eher die Nackenschelle, ist auch nicht schlecht. Hast du verdient. Vielleicht können wir dann ja noch was retten damit. So. Je eher die Behandlung stattfindet, desto besser ist es. Besser ist es, ja. Du hast ja gesagt, dieses große Dings kann man schon bauen, Pieper. Wo soll denn das sein?
Anbaufläche. Große Anbaufläche. Ja, ja, ich habe schon alles dafür fertig. Okay, dann bauen wir mal. Bastel die gleich. Gut, Salzwasser ist wieder drin. Dann hau ich die Palmensamen dann gleich drauf. Glas aufgenommen nochmal bitte. Verpiss dich, du Vogel! Ey! Ey! Nichts gegen meine Artgenossen, ja? Kann jemand nochmal Salz reinhauen? Salz? Also, Pieper, kannst du ein bisschen COD spielen? Das wäre ganz gut. Sand meinst du, oder was? Ja, meine ich ja Salz. Ich wollte gerade fragen, Alter, was willst du denn mit Salz, ey? Ja, mein Gott, ein bisschen fürzendes Fisch. Vielleicht läuft der Gabagandal vorbei oder so. Oh, da hinten ist ein Schiff. Da hinten ist ein Schiff. Da ist ein anderes Schiff. Titanic, oder was? Wo wir? Da, wo wir drauf zuschauen. Ja, come on, den machen wir kaputt, oder? Mach die kaputt, Junge, mach die kaputt! Warte mal, werf mal, bau mal hier einen Anker, jemand, dass wir hier mal anhalten bei dem Schiff. Nein! Of course. Okay, Anker erstellt. Ah, ich muss wieder so einen blöden Haken bauen, ey. Die Sache hat immer einen Haken. Warte mal hin. Wo soll ich denn hinsetzen? Ja, dann sind wir beim Schiff sind, oder? So. Ja, ich hab ihn hier hingesetzt, also. Hinter dir, Race. Erst auswerfen, wenn wir beim Schiff sind. So. Aye, Captain. Eikopf. Könnt ihr ihn in die Wasser schmeißen? Ich bin dreimal Captain, ja. Alles andere entspricht meinem Rang nicht, mein Freund. Lappen Captain, hast du Captain, gesagt? Captain oder Captain, Mann. Hat er gesagt, er will Putzlappen genannt werden. Weißt du was? Mach du dir Ficker. Na. Geh auf mein eigenes Boot. Ja, viel Spaß. Sobald die Kiste gelootet hast, geht das Ding unter. Ja, das hast du davon, ja. Ja, mach's gut, Leute. Ciao. Tschüss, Pader. Matrosen. Was ist mit dir, Junge? Wir sind gerne mit dir gereist. Nicht. Das war geil mit dir. Hilfe! Renn mich! Verreckdoch! Ich hab Rezepte. Ja, so. kannst du es jetzt nicht locken damit. Ich hab Scharniere, ich hab Metallbarren, ich hab Rezept Gemüsesuppe. Wie kann ich das, Hast du auch Kopfschmerztabletten auf Rezept? Möwe. Hey! Grüß dich. Oh. Die ist kaputt, die Möwe. Geil. Ja. Das ist aber cool. Ich hab ihr direkt ins Herz gestochen. Geil, Alter. Mit einem, was hat noch einer noch geschrieben? Warte mal. Was die Sachen haken hat. Hier stand's doch. Dass dass es wichtig ist, wenn man die. Kannst du Vögel anlocken damit? Vogelscheuche. Meinst du vielleicht? Den Anker die Vogelscheuche lockt die Vögel nicht an. Ja, hält die fern, aber ist ja auch erstmal nicht verkehrt, oder? Oder willst du nicht eine große Anbaufläche machen? Ja, ich mach da vorne hier gerade die Fläche fertig, damit ich noch was zum Hinstellen habe. Weil da müssen ja auch die Dinger hin, die brauchen ein bisschen Platz. Ah, die Riesenmuscheln waren das. Okay, da kannst du vorher Nester bauen. Alter. Mensch. Ja, sag mal jetzt, Alter, ich fühle doch nicht so alle empört. Aber beide gleichzeitig. Riesenmuschel, ey. Alter, ey. Sag mal, und mit dem Mund küsst du deine Frau, ey? Und deine Mom. Weißt du doch nicht. Nur weil das bist du, gell. Weil da könnt ihr euch beide einfach so den Kopf und dann du so... Du wusstest, dass es... Bam. Genauso wie es damals bei euren Freunden gemacht hat, was? 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 Na. Was denn? Ey, ich hab nichts Schmutziges gesagt. Jetzt aber. Da. Wie Schmutziges gesagt. Hör mal auf jetzt. So. So wie einfach alles King, als Schmutz aussehen. Mach mal jetzt die Anbau. Insel. Ich bin doch dabei, Mann. Ich brauche nur gerade Planken, damit ich hier den Boden. Ich brauche auch noch zwei Planken, ey. Bisschen weiter links von da, wo wir gerade hinfahren. Fick dich, Alter. Das war mein Fass, Mann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hatte den Haken schon eher im Wasser. Tja. Haken-Schmaken, wann heißt es immer bei mir? Haken-Schmaken, Alter. Du hast einen Haken da unten in der Buchse, Alter. Das war's dann aber auch, ey. So, mal das Ding steht, Alter. Doch. So ein krummer Haken, ey. Arnold, zeig mir nicht deinen Haken. Warum denn nicht? Du hast ihn gezahlt. Weil ich selber einen hab. Aber der ist doch viel zu klein. Deiner, ja. Deswegen wolltest du auch letztens meinen sehen. Pieper, war das ein Konter? Mein Gott. Ein Mühe. Halt mal beide die Fresse jetzt hier. Ja, das sagt er richtig. Halt mal deinen Mund jetzt. Halt mal deinen Maul. So, wo hast du jetzt die Dingens hingeschmissen? Paderbär? Was denn?
Die Palmsamen? Ja, die habe ich im Inventar. Ich dachte, jetzt hier irgendwo reingeschmissen. Nein, die will ich pflanzen. Darf ich? Ja. Ach so. Eins. Eigentlich nicht, aber. Zwei. Perfekt, egal. Sehr schön. Weil hier haben wir jetzt so, gleich. Ich wässere die gerade mal. Das so. Wird nämlich unsere Holzquelle hier. Das da? Okay, nice. So, jetzt habe ich auch erstmal gegossen. Wie sieht es eigentlich aus mit Phrasen? Haben wir noch genug Phrasen? Irgendeiner hat wieder kein Wasser reingeschmissen, ey. Ihr ich nicht. Mist, Geier, Alter. Ich fülle gerade auf hier. Ja, habe ich auch gerade. Ja, jetzt, wo ich es gesagt habe, hast du aufgefüllt, ne? Ja, ja, ich mach das schon, ich mach das schon. Habe ich schon eben gemacht, du Pfeife. Na, beleidigt der mich gerade. Ich hab Pfeife gesagt. Schon boah, wieder, ey, dieser schon wieder gesagt. Ach je, ihr habt alle nicht mal alle Latten am Zaun, ihr Lappen. Hier ist auch gar kein Zaun, wie willst du da Latten dran haben immer?